gucken, ob ich hier auf dieser Straße landen kann. Obwohl, nee, das ist zu groß, die Straße. Aber vielleicht da hinten die Straße. Mann, ey, die sind ja immer noch hinter mir her, die Penner. Die sollen mich in Ruhe lassen. Ja, müssen wir ein Stück wegfliegen hier. Ich dachte, das geht schneller hier mit dem Entkommen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt den Fallschirm habe. Also das ist mir ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen riskant, wenn ich jetzt hier einfach rausspringe. Normalerweise müssen die Flugzeuge auch alle einen Fallschirm haben. Aber mal gucken. Ich hoffe, die sind jetzt mal weg, die blöden Bullen. So, Metro 2033. Das GTA 5 lässt mich auch meine Downloads nicht fortsetzen. Das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier einfach landen kann. Mann, sind diese blöden Bullen jetzt bald mal weg. Das kann doch nicht so lange dauern hier. Oh, so wie ich mich kenne, fliege ich noch gegen irgendein Haus hier, das weiß ich. So. Ich muss jetzt hier einen Platz zum Landen finden. Wollen wir mal hier landen. Shit, das geht schief. Das geht schief. Hey, hat doch noch geklappt hier. Oh shit. Oh mein Gott. Hat geklappt, alles in Ordnung. So, Michael, bitte komm raus jetzt hier. Danke. Wow, das war doch mal eine Notlandung, oder? Respekt. So, und jetzt verpisse ich mich hier, weil ich habe schon wieder einen Stern bekommen. Weil ich wahrscheinlich einen Fußgänger überfahren habe. Mitsamt Flugzeug hier. Überflogen hab. Wie nennt man das überhaupt, wenn man mit einem Flugzeug einen Passagier oder einen Fußgänger tötet? Überflogen? Überfahren? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die Mission jetzt bis jetzt noch nicht zu Ende ist hier. Ich hoffe mal, die ist jetzt bald zu Ende. So. Ist hier unten eigentlich noch irgendwas zum Klauen? Vielleicht irgendwie ein Alien-Teil oder irgendwas? Oh, die Scheißbullen da hinten, die gehen mir auf den Sack. Ich sollte vielleicht jetzt mal ein bisschen hier rüber gehen. Na, jetzt. So. Und die Waffe wegstecken. Oh, fuck, was ist denn das für ein grüner Punkt da vorne? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Oh, shit, oder? Habe ich jetzt ernsthaft den Film vergessen, ich Rindvieh? Wie blöd muss man eigentlich sein? Oh mein Gott. Naja, müssen wir noch mal zurück zum Flughafen. Oh, das ist echt ziemlich dämlich, was ich hier schon wieder mache. Oh Mann. Naja, fliegen wir nochmal zurück. Oder fahren wir nochmal zurück zum Flughafen. Ich habe natürlich die scheiß Kassette vergessen. Und dieses Filmding. Oh Mann. Warum? Warum mache ich es mir selbst eigentlich immer so schwer? Oh, fuck, ey. Das ist alles nur wegen diesem scheiß Film. Ich dachte, ich hätte ihn eingesammelt. Aber nicht so schlimm. Aber nicht so schlimm. Alles wird gut. Wir sammeln jetzt einfach noch den Film ein. Oh, Mann. Ich dachte, ich hätte bloß noch entkommen müssen. Aber ich habe den scheiß Film vergessen. Oh, Mann. Es hätte so ein schönes Video werden können. Aber nö. Film vergessen. Den ganzen Weg nochmal zurückfahren. Naja. Aber was soll's. Oh Mann, ey. Was mache ich heute wieder? Also, wenn das bei Assassin's Creed dann später auch wieder so aussieht, dass ich heute wieder nichts gebacken kriege, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, ich muss aber dazu sagen, bei GTA 5 bin ich bestens unterhalten worden, auch wenn das Fleisch nicht immer den Anschein macht. Aber es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich ja heute mal diese blöde Hochhausmission mit dem Feuerwehrauto, was ich jetzt vor uns eigentlich schon anfangen wollte, wollte ich eigentlich mal fertig machen. Aber das Gute ist, wahrscheinlich finde ich auf dem Flughafen noch ein Feuerwehrauto. Da kann ich das gleich benutzen. Hoffe ich zumindest. Ich glaube, hier kann man einen schönen Monster-Stunt machen, wenn man das will. Oh mein Gott. Alles gut, alles gut. Ich habe die Lage voll unter Kontrolle. So, wir müssen jetzt bloß noch irgendwie unerkannt in diesen scheiß Flughafen reinkommen, weil ich glaube, wir bekommen da 3 Sterne, wenn wir... Ach, was ist das für ein Trottel hier? Ganz im Ernst, ey.
Aber ich glaube, wenn ich hier anhalte und warte, bis die Schranke hochgeht, dann geht das. Hi. Na komm, mach hoch, die scheiß Schranke. Ey! Leck mich da am Arsch, ey. So, Arschlecken. Ich hoffe, ich kriege jetzt die 3 Sterne. Ah, ich glaube, es geht noch. Ah, hier ist Dings. Ah, die scheiß Tasche hier. Hier liegt sie. Oder der Film oder was es ist. Billigknocher habe ich hier. Okay. Halt. So. Film einsammeln. Häng die Cops ab. Ich habe schon wieder 3 Sterne. Oh mein Gott. Alles ist ganz normal. Kein Flieger mehr da. Ich brauche ein neues Auto. Warum kriege ich jetzt 3 Sterne, wenn ich die scheiß Kassette einsammle? Oh Gott, leck mich am Arsch. Leck mich alle am Arsch. Oh mein Gott, leck mich alle am Arsch. Wenn ich die Mission jetzt noch verkacken sollte, dann leckt mich alle echt am Arsch. Habe ich die Schnauze voll. So, und das Auto ist noch ungeknackt. Oh fuck, ey. Meine Güte, warum? Komm, endlich fahre los hier. Meine Fresse. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist Hölle auf Erden. Abhauen. Einfach nur weg hier. Leckt mich am Arsch. Ich bin richtig am Arsch hier. Warum kriege ich jetzt 3 Sterne für diese scheiß Kassette hier? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich fahr jetzt einfach möglichst weit weg hier. Hoffentlich kein Schwein, was mich jetzt hier verfolgt. Oh mein Gott. Vielleicht habe ich Glück und kann mich hier irgendwo verstecken. Das sieht ganz gut aus, wenn der scheiß Helikopter jetzt nicht kommt hier. Oh Gott, die kommt sogar von da hinten, oder? Oh Mann. Warum? Oh shit, die haben mich. Ja. Diese blöden Wichser, ey, die sollen mich in Ruhe lassen, ey. Ich verstehe das nicht. Naja, fahren wir halt ein Stück. Ich weiß nicht, das hätte ich mir echt sparen können hier. Ich hätte mit dem Flugzeug einfach abhauen müssen, so wie ich es gemacht habe. Alles wäre in Ordnung gewesen. Lass mich in Ruhe. Ich fahr mal hier rein. So. Oh Mann. Naja, da ist wenigstens ein bisschen für Unterhaltung gesorgt hier. Ich hoffe mal, ich komme jetzt hier weg an bei den Idioten. Okay, das ist eine gute Idee gewesen hier, muss ich sagen. Oh fuck, ja. Alles gut. Hinten sind Straßensperren. Fahren wir nicht lang, aber hier können wir lang fahren. Oh Mann, das erinnert mich an meine Rennstrecke hier. Eine GTA Online-Strecke. Oh Mann, hoffentlich bin ich jetzt hier durch. Oh, da dreht auch rum da vorne. Hinter mir sind welche, wie es aussieht. Vor mir. Ich glaube, ich drehe. Ja, fuck, ey. Der leckt mich am Arsch hier. Ja, der hat mich jetzt auch. Oh mein Gott. Oh, der hat mich doch nicht. Oh Mann, was mache ich hier? Ich könnte mich selber schlagen gerade. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bitte. Bitte lass es jetzt vorbei sein. Oh mein Gott. 16 Minuten für diese bekloppte Mission. Nie wieder. Nie wieder diese Mission. Was ist hier los? Oh mein Gott. Das wäre wieder fast schief gegangen jetzt. Die Kiste ist so vollkommen im Arsch jetzt hier. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich rufe jetzt hier einen Notruf und... Ah, okay. Oh, Mann, ey. Once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Hey. Really? Hund. We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh Lord, that's horrible. Ja, Molly liegt jetzt verstreut auf dem Boden. Went crazy and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. Ich wollte gerade sagen. I mean, we're shooting on green screen. Oh Mann. I'm sorry. Look, I thought das ist echt blöd, ey, Michael. Ja, tut heute nur analog aufnehmen. Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course. It's already on. Kann ich das jetzt abbrechen, weil ich habe keinen Bock mehr. So. Ich bin sowas von satt jetzt hier. So, ich brauche jetzt hier einen Notfall.
Oh, ich habe jetzt dringend ein Feuerwehrauto hier. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Feuerwehr. Thank you. The fire department are en route to your location. Alles mit GPS verknüpft hier, die wissen sofort, wo ich bin. Ich hoffe, jetzt kommt bei Zeit noch so eine Kiste, weil ich habe keinen Bock mehr jetzt hier. Ja, ich hab schon was. Achso, ein Fluchtfahrzeug, ja, okay. So, kommt jetzt mal hier die Feuerwehr. Ich könnte sie schon mal stoppen hier mit einem AK. Oh Mann, ey. Oh, ich höre was. Ich glaube, sie kommen jetzt endgültig. So. Ah, da hinten kommen sie, oder? So pixelig, man sieht das gar nicht richtig. Hoffentlich überfahren die mich nicht. So, sehr schön. So, ihr steigt mal bitte schön aus hier, weil ich brauche euer Auto. Danke. So, Abfahrt. Boah, muss ich jetzt umdrehen hier? Na, dann drehen wir mal um. So. Oh mein Gott. Da driftet ja gar nicht. Der hat gar keine Handbremse. Natürlich müssen wir ein ganzes Stück fahren jetzt mit dem Scheiß-Truck. Dann brauchen wir noch ein Fluchtauto, aber das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Eigentlich wollte ich das heute schon noch machen, diese blöde IAA-Mission ist das, dieses IAA-Gebäude. Ich will mit dem Spiel jetzt auch mal langsam fertig werden. Es dauert mir wirklich schon zu lange. Ich spiele das jetzt seit November, wenn ich mich nicht irre, sogar schon. Ich glaube, das war eins der ersten Spiele neben Diablo, die ich jetzt hier am Anfang gemacht hatte. Seit meinem Relaunch. Ups. Entschuldigung. Muss ich jetzt hier runter? Nee, ich glaube, ich muss hier geradeaus lang. Ist ja scheißegal, ob das Feuerwehrauto ganz oder kaputt ist. Hoffe ich jedenfalls. Zum Glück ist es relativ schnell, ey. Ein Stückchen Autobahn fahren. Runterladen gestoppt, warum auch immer. Jetzt hier rechts rüber. Ganz schön Frustpotenzial heute wieder hier in GTA. Aber alles okay. Alles in Ordnung. Hoffentlich kriegen wir die IAA-Mission gleich beim ersten Mal hin hier. Ich hoffe es zumindest. So, also ich habe mich jetzt langsam davon verabschiedet, bei jeder Mission versuchen, Gold zu bekommen. Oh, was ist denn jetzt los? Oh Mann. Was habe ich jetzt gemacht? Warum sind hier Cops? Leck mich am Arsch, ey. Sind die Cops? Oh, fuck, ey. Warum? Ich habe nichts gemacht. Lasst mich bitte in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe arbeiten hier. Ich brauche das Feuerwehrauto geschäftlich. Ist gekauft, legal. Oh Mann, bitte lasst mich in Ruhe, ihr Scheißbullen. Oh Mann, warum? Ich fahr hier rein. Ich fahr hier rein. Ja, bitte weg. Ja, bitte hier durch. Danke. Und hier hinten wieder raus. Ich will nicht diese blöden Bullen jetzt hier haben. Ich habe auch keine Ahnung, wo die Textilfabrik ist, sehe ich gerade. Wo ist denn die? Damit ich möglichst schon mal in die Nähe komme davon. Ist sie nicht hier irgendwo gewesen? Wo der Bulle fährt? Ich glaube schon. Ja, ich muss versuchen, jetzt den blöden Bullen... Ah, jetzt sind sie weg. Gott sei Dank. So. Ja, die Stelle war ein bisschen eine andere, glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, wenn man in einem geklauten Auto unterwegs ist, sehen die das, wenn man vorbeifährt. Von daher kann das schon gut sein, dass sie uns wegen dem Feuerwehrauto jetzt hier schnappen wollten. Oder weil ich einen Unfall gebaut habe. Das kann natürlich auch sein. Oh Mann. Hoffentlich sind wir jetzt bald mal da hier. Also ich will jetzt endlich mal ein bisschen was erleben hier in dem Spiel. Ich meine, so Feuerwehrautos klauen ist jetzt nicht unbedingt das Innovativste, was man in dem Spiel machen kann. Keiner hat es gesehen, hoffentlich. So. Ist das hier jetzt mal langsam irgendwo? Ah, hier. Ich glaube, hier vorne ist es, ja. Oh Mann. Ah, hier, der Dings steht immer noch da, hier, den ich irgendwann... Ach nee, doch, nee, ist ein anderer. So, ich dachte schon, das wäre das Auto, was ich ganz am Anfang... Oh mein Gott. Das ich ganz am Anfang stehen gelassen hätte hier an der Kreuzung. So, Dankeschön. Das endlich geschafft.
So, jetzt noch ein Fluchtwagen und dann müsste ich eigentlich alles haben. Na, nicht ein Kratzer, ganz bestimmt nicht. Gut, wenn ich das jetzt hier direkt vorm Haus gemacht hätte, hätte es wahrscheinlich besser geklappt, aber... Aber naja.